Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von CineGeek. Heute vor dem schönen Babylon Kino in Berlin. Und gleich geht's drinnen weiter. Wer von euch kennt eigentlich noch Stanley Kubrick? Er war immerhin der Regisseur solch großer Klassiker wie Uhrwerk Orange und 2001 Odyssee im Weltraum. Der Film, der die Ereignisse von vor 18 Jahren beschreibt. Allerdings aus der Perspektive der 60er. Stanley Kubrick hat sich eigentlich nie einen Stoff selber ausgedacht oder Originalmusik komponieren lassen. Immer gab es die Bücher schon, die er verfilmt hat, und auch die Musik war schon da. Dennoch waren seine Werke genial. Dies gilt auch für seinen Film The Shining, einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Nun kommt aus Hollywood ein Sequel. Ob es dem großen Vorgänger wohl gerecht wird? Wie The Shining beruht auch der Nachfolger Dr. Sleep auf einem Roman von Stephen King. Die Welt ist ein hungriger Ort. Ein düsterer Ort. Ich kannte nur zwei oder drei Leute, die so waren wie wir. Und die sind tot. Als ich klein war, bin ich auf diese Dinge gestoßen. Der kleine junge Danny, der damals die traumatischen Erlebnisse im Overlook Hotel hatte und über das Shining verfügt, ist nun erwachsen. Dargestellt wird er von Ewan McGregor. Rede einfach mit dem Kind. Du hast die Gabe, wie ich. Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist. Ich kannte es immer als das Shining. Nun ist ja Stephen King einer der meist verfilmten Autoren aller Zeiten. Jedes Jahr werden gleich einige seiner Stoffe erneut zu Filmen gemacht. Aber seine Romane sind leider mit den Jahren immer schwächer geworden. Dies gilt auch für Dr. Sleep, der an The Shining in keinster Weise heranreicht. Darum ist auch bei diesem Sequel Skepsis angebracht. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie der Joker eigentlich zu seinem gruseligen Mund gekommen ist? Und wieso jemand, der in einer so düsteren Welt lebt, eigentlich so viel zu lachen hat? Diese und viele weitere Fragen sollen im neuen Joker geklärt werden. Einer Art Prequel, das eine Studie des Arthur Fleck liefert. Eines Mannes, der von der Gesellschaft im Stich gelassen wurde. Joker Rising, sozusagen. Meine Mutter sagte immer, ich soll lächeln und ein Grinsen aufsetzen. Lachen und Freude in die Welt zu bringen. Viele große Schauspieler haben schon in der Rolle des Joker geglänzt. Diesmal ist Joaquin Phoenix dran. Bilde ich mir das nur ein? Oder wird die Welt immer verrückter? Der Regisseur ist aber beim Joker die größere Überraschung. Denn Todd Phillips hat bisher eher Komödien gemacht wie Hangover oder Hangover Teil 3. Vielleicht kann ja in Hollywood einfach kein Regisseur mehr überleben, ohne Marvel- und DC-Filme zu drehen. Wie in Phillips' alten Filmen geht es zwar auch beim Joker um die Kunst des Lachens. Was ist so lustig? Arthur Fleck muss jedoch irgendwann feststellen, dass Lachen allein irgendwann nicht mehr genug ist. Gotham ist vom Weg abgekommen. Ich dachte immer, mein Leben wäre eine Tragödie. Aber jetzt weiß ich, es ist eine Komödie. An den vielen gruseligen Themen in dieser Sendung habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass es langsam auf Halloween zugeht. Und was könnte da gemütlicher sein als Scary Stories to Tell in the Dark? So heißt nämlich ein weiterer Horror-Release, beruhend auf einem Roman aus dem Jahr 1981. Eine Kleinstadt, Kornfelder, BMX-Räder. Sieht das für euch vielleicht wie das Setting für eine Stephen King-Geschichte aus? Willst du ein Geisterhaus sehen? Zum Beispiel so im Stil von S oder Stranger Things, der wohl größten Fanfiction, die King je gewidmet wurde? Okay, ich hab's gesehen. Gehen wir jetzt wieder? Du bist so ein Feigling. Doch der Mikrokosmos von Small Town USA hat natürlich noch viele weitere Horrorklassiker inspiriert. Man denke nur an die Halloween-Serie. Hey, was ist da los? Tommy ist verschwunden. Tommys Name stand in dem Buch. Das hängt nicht irgendwie zusammen, oder? Aber was, wenn alles, was in dem Buch steht, tatsächlich passiert?
bildet euch selbst eine Meinung, ob die legendäre Scary Stories Buchreihe auch als Film ihre Berechtigung hat. Wir haben etwas Böses erweckt. Ihr hättet das Buch niemals nehmen dürfen. Wir müssen es aufhalten. Ihr sucht noch ein Blind Date zu Halloween? Wie wäre eine Verabredung mit 13 Gruselschockern? Da ist wenigstens garantiert, dass alle eine merkwürdige Geschichte mitbringen und dass man sich das gesamte Date über ungemütlich fühlt. Keine Überraschungen. Dafür viele Skelette im Dachstuhl. Ist doch schön. Sie wissen doch, wieso Sie hier sind. Unser Spiel beginnt erst. Sitzen Sie bei uns in der ersten Reihe, wenn es zu Halloween auf die Suche nach Hexen geht. Wenn man sich nach Einbruch der Dunkelheit noch draußen rumteilt, dann kennt die Blähexe und holt einen. Das ist ganz schön horrormäßig. Maskenmänner ihr Unwesen treiben. Und Zimmer, die man lieber nicht betreten sollte. Das ist ein verdammt mieses Zimmer. Betreten werden. Sie wollen bestimmt alle unsere Spukgeschichten hören. Alles Liebe. Zum Fest der Feste. Wir werden hier draußen sterben. In unserer TV-Premiere geht es um den genialen Bildhauer Auguste Rodin. Sein Meisterwerk, das Höllentor, das er für den Pariser Louvre erstellen sollte, und um seine Liebe zu seiner jungen Schülerin Camille Claudel. Ein Film über Genie und Wahnsinn, das in Cannes für die Goldene Palme nominiert war. Paris 1880. Rodin wähnt sich am Ziel seiner Träume. Mit 40 Jahren erhält er seinen ersten Staatsauftrag. Und ich weiß, wer die Muse sein könnte für diese Statue. Eine Phase manischen Schaffens beginnt. Sie sind von unbeugsamer Natur in ihrem Schaffensdrang. Könnte ich Ihnen doch nur in aller Bescheidenheit darin beistehen. Dabei ist Rodin zerrissen durch seine Affären. Camille, ich liebe dich bis zur Raserei. Dieser Mann kann nicht genug kriegen. Seine Besessenheit. Jetzt habe ich dich endlich. Meine Hände müssen spüren, was meine Augen im selben Moment sehen. Sonst ist alles nutzlos. Und seinem Ziel, der größte Bildhauer aller Zeiten zu werden. Unsere besten Köpfe unterstützen Sie. Das alles macht mir Angst. Durch die Arbeit an diesem Werk bin ich ein anderer Mensch geworden. Das ist übrigens Ernst Lubitsch, der bekannte deutsche Regisseur, der hier in der Nähe von Babylon aufgewachsen ist und bis heute einen Ehrenplatz in diesem Kino hat. Seine Filme würden gut zu unserem nächsten Thema passen. Das Kino ist ja auch immer eine Art, sich ein besseres Leben herbeizuträumen. Eine interessantere, eine farbigere oder einfach nur eine menschenwürdigere Welt. In unserer Reihe Kritisiert die Welt stehen allerdings Filme im Mittelpunkt, die aktiv daran mitwirken, dass unsere Welt zu einer besseren wird. The rich are getting richer, inequality is getting greater. But it doesn't have to be like this. Immer wieder wird in dieser Welt die Würde des Menschen missachtet. And the intent is to maximize profits. Oh, oh, oh. Mit seinem Leben gespielt. Sag dir mal klar, du bleibst so viel schwein! Oder spielt der Mensch selbst Gott, wenn es um die anderen Geschöpfe geht? Ich will nicht, dass meine 3,5-jährige Tochter in dem Glauben aufwächst, es sei normal, intelligente, hochentwickelte Tiere in Betonbecken zu halten. Dann darf er ein paar Kunststücke machen und dann geht's zurück in die winzige Gefängniszelle. Das ist sein Leben. In 50 Jahren wird man vermutlich sagen, mein Gott, waren das barbarische Zeiten. Um diese Härtefälle kümmert sich unsere Reihe, damit wir sie niemals als Normalität betrachten. Und das war's schon wieder mit unserer neuen Ausgabe. Mehr zu diesen und anderen Filmthemen findet ihr auf unserem Blog unter kinowelt.tv/blog. Schön, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Bericht über das Filmgeschehen gefallen. Bleibt im guten Kino gewogen. Nun wünschen Ernst Lubitsch und ich euch Happy Halloween.